Was machen Sie hier eigentlich genau, Madame Winkler? Was wollen Sie denn mit einem Putzjob? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen. Ich habe satt das ständige Gerede von der Krise. Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsbedingungen. Ich muss wissen, was das wirklich bedeutet. In der Realität. Ah, die Nachfolgerin. Hoffe, dass Sie besser sind als die Letzte. Fähren sind Kommandosache. Anderthalb Stunden Aufenthalt. Wer zu spät ist, fliegt. Mindestlohn. Die Arbeit hier ist sehr schwer. Also los, der Bus wartet schon, aber die Fähre wartet nicht auf uns. Was machst du, wenn du im Lotto gewinnst? Dann kaufe ich mir ein paar Sneakers für 300 Euro und ein Tattoo. Reinigung! Los, beeilt euch schneller! Aber du wirst nicht dein ganzes Leben auf der Fähre sein. Na, hoffentlich. Ich will irgendwann mit Jimmy weggehen. Warum fährst du hier lang? Wir sind falsch. Ich habe wirklich keine Zeit, aufs Meer zu gucken. Dann nehmen wir sie uns einfach. Ich will die Unsichtbaren sichtbar machen. Wer wird bis Jahresende heiraten? Das bist du. Auf dich. Sie zweifeln nie daran. Doch, das tue ich. Aber was ich zu sagen habe, ist wichtiger als diese Zweifel.